Liebe Zuschauer, heute ist wieder ein ganz besonderes Thema dran, und zwar, was macht die Jugend? Ich erzähle Ihnen eine Geschichte, die wirklich spannend ist. Also ein guter Freund von mir, Jon Nedelcu, er ist einer der großen Manager, er ist Headhunter, er steht so richtig im Leben und ich tausche mich mit ihm so ab und zu aus. Und dann sagt er, also pass mal auf, lieber Erich, du musst jetzt einfach mal jemanden kennenlernen. Und das war eine tolle Dame, die Coach ist. Svantia hieß sie, aber dann brachte er jemand mit, der jetzt in der Sendung sitzt, Mike. Mike Marvin Rauschen. Guten Tag. Also Mike, wir haben uns dann durch diese Svantia, haben wir uns dann einfach gesagt, ich schlage vor, wir duzen uns, und dann saßt du neben mir, ich neben dir, und wir haben einfach so ein bisschen gesprochen, was ist Coaching, was ist Motivation, und der Unterschied zwischen Coaching und Motivation ist ein ganz großer. Denn der echte Motivator, der bringt sein Leben mit ein, der hat vieles schon erreicht. So, jetzt habe ich dich in die Sendung eingeladen, jetzt sitzt du einfach praktisch quasi mit mir in vielen, vielen Münchner Wohnzimmern, und jetzt, du hast einen super Namen, Mike Marvin Rauschen. Jetzt lass mir mal es richtig rauschen. Jawohl. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Stell dich mal kurz vor. Ja, mein Name ist Mike Rauschen. Mhm. Das Marvin lasse ich gerne auch weg. Ja. Ich habe jetzt gerade mein Abitur absolviert und bin jetzt gerade im Praktikum bei Herrn Nedelcu, ja, wie du bereits gesagt hast, und fange jetzt im September an der HSG an, BWL zu studieren. Also an der Hochschule St. Gallen. Genau, an der Hochschule St. Gallen. Oder mittlerweile Universität St. Gallen, wird ja umbenannt. Und ich bin total gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird, und habe mich schon früh für, ja, diesen Wirtschaftsbereich irgendwie begeistern können. Ich habe meinen ersten Job mit 14 angenommen. Was war das für einer? Da habe ich tatsächlich im Lager gearbeitet. Also das war so ein kleiner Onlinehandel, die mit Einmalhandschuhen und medizinischen Masken gehandelt haben. Und dann kam der Lockdown. Also das war dann auf einmal die Riesenexplosion, die kam. Für mich ein ganz neues Erlebnis, aber ich habe damals schon festgestellt, ich wollte immer alles verstehen, welche Abteilung macht was, wie funktioniert was, wie ist was verknüpft, und so bin ich dann darauf gekommen, das ist ja Betriebswirtschaft, und dass ich das dann am Ende auch studieren möchte, da bin ich jetzt ganz happy, weil das ein totales Interesse von mir ist. Du hast ja auch, sagen wir mal, schon einige Preise abgeräumt, Abiturpreis 2023. Deutsche Physikalische Gesellschaft, also wie wird das, wie macht man sowas? Also das wird von der Schule verliehen, da kann man vorgeschlagen werden, das ist für besondere Leistungen im Fach Physik. Also ich komme aus NRW, aus Paderborn, und da haben wir Leistungskurse, und ich hatte die Leistungskurse Mathematik und Leistungskurs Physik und habe dort gut abgeschlossen. Aus dem Grund wurde ich sozusagen von der Schule vorgeschlagen, ist aber jetzt kein Einzelpreis am Ende, den nur eine Person bekommt, das muss man auch dazu sagen. Jetzt hast du ja große Vorbilder, nämlich deine Eltern. Ja. Sag doch mal was über deine Eltern. Ja, also meine Eltern stellen für mich ein Riesenvorbild dar, aus dem Grund, weil sie sich unfassbar viel Zeit für die Erziehung nehmen. Sie haben sehr reflektiert immer mit mir alles Mögliche aufgearbeitet, haben mit mir gelernt. Meine Mutter hat immer mit mir gelernt, bis zu einem gewissen Punkt, wo mich meine Eltern aber dann halt auch in eine gewisse Selbstständigkeit hineingeleitet haben. Und das fand ich total toll und möchte ich später halt genauso umsetzen. Deswegen sind sie Riesenvorbilder für mich. Aber halt auch das enorme Wissen, was sie mir mit auf den Weg gegeben haben, im Sinne nicht von 2 plus 2 ist 4, sondern im Sinne, wie lebe ich richtig, wie komme ich alleine zurecht, vielleicht auch, wie knüpfe ich Kontakte, wie verhalte ich mich vernünftig anderen Leuten gegenüber, was ganz, ganz wichtig ist. Und das kann man später schlecht aufarbeiten, meiner Meinung nach. Und wenn ich irgendwann Kinder habe, möchte ich es zumindest genauso machen. Ja. Und ich glaube, man hat als Elternteil alles richtig gemacht, wenn das Kind das sagt. Ja, und ich glaube, deine Eltern sind auch stolz auf dich, oder? Ja, also sie sagen es mir zwischendurch mal. Und ich finde das immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ich freue mich, meine Eltern stolz zu machen. Ich höre es nur irgendwie nicht so super gerne. Genau. Jetzt hast du noch eine tolle Schwester, die jetzt gerade, glaube ich, als Zahnärztin fertig ist. Wie ist das so mit deiner Schwester? Genau, also meine Schwester ist 6 bzw. 7 Jahre älter, je nachdem, ob sie schon Geburtstag hatte. Und sie hatte jetzt gerade vor ein paar Tagen Geburtstag, ist 25 geworden und hat Zahnmedizin in Hannover studiert.
hat wunderbar abgeschlossen und ist jetzt gerade in der Assistenzzeit, neigt sich dem Ende zu, schreibt ihre Doktorarbeit und war für mich immer ein Riesenvorbild. Also meine Eltern haben mit mir auch immer gesprochen, haben gesagt, hier, so und so musst du das machen. Du kannst ja auch von Kai Tipps abholen. Kai ist deine Schwester. Genau, Kai ist meine Schwester. Kai Christine. Genau, KK. Oder KK, genau, ja, KK. Genau. Ist ja, genau. So der Spitzname ein bisschen. Ja, ja, ja. Und das hat mich auch unfassbar motiviert dann. Also man muss schauen, wie man das richtig einsetzt, dass man nicht sagt, hier, Mike, du bist der Kleinere, du bist schlechter als deine Schwester. Das auf keinen Fall. Aber wenn man das richtig rüberbringt durch Kommunikation, dann ist das unfassbar motivierend. Und mich hat das total motiviert. Mich hat das total motiviert, mich in der Schule zu interessieren. Ja. Und das fällt einem dann auch viel leichter, finde ich. Ja. Also du bist jetzt ein junger Mann, ja, der wirklich im Bereich von Social Media ja, einfach voll drin bist. Ja? Ja. Wie siehst du das? Also es ist ja nicht alles Social Media, sondern es ist ja vieles persönliches Gespräch. Also wenn Jon uns nicht zusammengebracht hätte, also über die Internetplattform, wären wir nie so ins Gespräch gekommen. Ja. Ja, total. Also ich bin der Meinung, Social Media hat gute und schlechte Seiten, absolut. Man liest ja immer in den Medien davon, da muss ich jetzt nicht riesig was erzählen. Mhm. Aber ich bin auch froh, als kleiner Junge irgendwie mal auf den Bolzplatz gegangen zu sein. Ja. Und wir haben, oder meine Oma hat lange ein Ferienhaus in der Schweiz. Mhm. Und als ich klein war, hatten wir da kein Internet. Also da war für mich nicht mit YouTube gucken, da war nichts mit Netflix gucken und so weiter. Ja. Und wenn man sich daran gewöhnt, dann ist es eigentlich auch unfassbar toll, mal nicht erreichbar zu sein. Vor allem als junge Person das irgendwie so zu merken, mal nicht erreichbar zu sein. Ja. Ist erstmal ein ganz komisches Gefühl und sobald man sich so ein bisschen dran gewöhnt hat, eigentlich ein ganz tolles Gefühl. Und aus dem Grund sehe ich es etwas kritisch, weil alle Leute immer erreichbar sind. Mhm. Das hat gute und schlechte Seiten meiner Meinung nach. Mhm. Aber man findet vielleicht ein bisschen zu wenig Zeit für sich selbst. Mhm. Wie bist du denn so jetzt aufgestellt? Du gehst jetzt an die Universität St. Gallen, eine Uni mit Weltruf. Ja. Ja? So, also ich kenne die Schweiz, ich habe 2 Jahre in der Schweiz gearbeitet, meine Frau ist Schweizerin. Die Schweiz tickt anders wie wir hier in Deutschland, ist viel kleiner, aber ist schon ein werteorientiertes Land. Und gerade die Uni St. Gallen, das ist schon eine Kaderschmiede. Ja, also da wirst du das nicht so im Dauerlauf durchlaufen, sondern da wirst du schon gefordert. Wie bereitest du dich denn jetzt so auf die Schweiz vor? Ja, also irgendwie ist es viel erstmal Information. Man muss verstehen, was ist möglich an einer Universität. Das ist ja nicht im Endeffekt Instruktion, Schule, wo man ganz klar irgendwie einen Lehrer am Ende fragen kann, sondern jetzt ist erstmal Selbstständigkeit gefordert. Es ist erstmal Information. Es gibt zum Glück eine ganz tolle App von der Universität direkt. Da kann man durch die Vereine durchscrollen und dann kann man aber auch im Internet sich natürlich informieren und schauen, was für Möglichkeiten gibt es, wie wähle ich meine Kurse. Da hat St. Gallen zum Beispiel ein spezielles System, was ganz toll ist. Aber man muss sich erstmal informieren, was ist möglich. Und das ist jetzt im Moment meine Hauptaufgabe. Und vor ein paar Tagen hat Vorkurs Mathematik bei mir gestartet. Das mache ich natürlich dann auch noch. Ja, aber man muss halt irgendwie sich selbstständig informieren, damit man alles auskosten kann. Ja. Und das ist ja auch das Tolle an der Universität, dass sie so viel bietet. Und um das auszukosten, muss man halt die Informationen sammeln. Absolut. Aber du musst natürlich auch wissen, die Schweiz, wie gesagt, ist ein sehr tolles Land. Also wenn du mal die Schweiz durchfährst, also alle halbe Stunde schaut die Schweiz anders aus. Insgesamt 4 oder 5 Sprachen werden dort gesprochen. Die Schweizerinnen und Schweizer sprechen meistens schon Englisch, Französisch. Du kannst da natürlich auch unglaublich viel Bildung dir holen. Auf der anderen Seite hast du ja ein wirklich tolles Fach gewählt. Du hast ein Wirtschaftsfach gewählt. Da hast du ja alle Möglichkeiten. Du hast alle Möglichkeiten. Also du kannst in die Pharmaindustrie gehen. Es kann ja durchaus sein, dass du in der Schweiz hängen bleibst. Ja. Also wie gesagt, ich liebe die Schweiz. Ja. Also, weil die Schweiz ist einfach ein Land der Werte. Ja, und man kommt nicht schnell rein bei den Schweizern, aber wenn man mal
drin ist, dann ist man drin. Ja. Dann hat man wirklich Freunde. Also ja, zum Beispiel bei uns in München gibt es sicherlich tolle, den kenne ich und den kenne ich und den kenne ich, aber Freundschaft ist es noch nicht. Ja? Ja. Aber die Schweiz, die schaut sich die Menschen genau an. Ja? Und darum, glaube ich, hast du schon einen richtigen, wie soll ich sagen, einen richtigen Schritt gemacht. Ja? So, jetzt bist du aber weg von Paderborn, du bist weg von München, du baust dir jetzt etwas auf. Jetzt frage ich dich einfach mal, was ist aus deiner Sicht, weil wenn man in einem anderen Land ist, muss man sich erst einmal so ein bisschen, also zum Beispiel, wenn du, also du wirst wahrscheinlich noch nicht Auto fahren oder so, aber wenn du in der Schweiz zu schnell fährst, ist es richtig teuer. Ja. Also Alkohol ist ein No-Go in der Schweiz, weil das ist richtig teuer und auch bis hin, bis hohe Strafen etc. Dann die Schweiz ist halt einfach ein Land, das vielleicht ein bisschen eher leise ist, ja, aber mit Tiefgang. Ja. So. Also drum ist es schon wichtig, dass man vielleicht auch irgendwie mal ein bisschen langsamer sich anschaut, wer ist denn, weil die Schweiz schaut sich natürlich auch die Menschen an, ja. Und man kommt also nicht schnell jetzt in enge Freundschaften. Also ich war damals in der Schweiz, da war ich 31. Ich saß immer, ich war in der französischen Schweiz, ich saß immer allein im Restaurant an einem Tisch. Also, da habe ich gedacht, das geht ja gar nicht. Da bin ich, also, entschuldigen Sie, darf ich mich mal zu Ihnen setzen? Ja, wenn Sie meinen und so. Aber daraus sind gute Beziehungen auch entstanden. Also man muss schon auch ein bisschen auf die Schweiz zugehen und vielleicht auch, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen aufpassen. In der Schweiz geht nichts schnell, gell? Also die schauen sich wirklich alles genau an. Aber wenn da was passiert, passiert es wirklich mit Tiefgang. Ja, also vielen Dank erstmal für die Eindrücke. Ja. Ich bin total ja in der Schweiz, zumindest im Ländlichen, schon involviert. Meine Oma hat seit über 40 Jahren dort ein Ferienhaus im Kanton St. Gallen. Mhm. In Amten, direkt an der Skipiste, ein ganz kleines Skigebiet, also ganz Fährst toll. Du Ski? Ja, also seit ich stehen kann, stehe ich auf den Brettern und ich bin jetzt auch noch umgestiegen, kann jetzt auch noch Snowboard fahren. Ah, ja. Aber da habe ich natürlich die Leute wirklich kennengelernt. Ich war immer auf einem Bergbauernhof, seit ich sechs bin, so vielleicht, und habe da mitgeholfen. Also ich kann Kühe melken, ich kann Heu aufnehmen, ich kann Heukran fahren und mich hat das immer total interessiert. Und dann kommt man natürlich im Endeffekt auch mit zu diesem Stammtisch am Ende vom Tag. Ja, ja. Und da lernt man dann total die Schweizer Kultur kennen. Und das ist für mich zumindest schon was anderes als bei uns in Deutschland. Aber auch etwas, was ich total schätze. Wie du schon gerade gesagt hast, da sind Freundschaften irgendwie nochmal, das ist, mit tiefer das ist Bindung, da nochmal ein bisschen was anderes. Ja, ja. Genau. Und man unterstützt sich total gegenseitig. Und da gibt es zum Beispiel sowas wie den Nachbauern. Das ist sozusagen ein Patenbauer. Da unterstützt ein größerer Bauer den kleineren Bauer. Das finde ich total toll. Also irgendwie sowas. Und was vielleicht auch wichtig ist, unterschätzt nicht die Schweiz im Selbstbewusstsein. Man denkt manchmal, weil sie vielleicht so, manchmal so ein bisschen langsam sprechen, aber die Schweizer, die sind fundamentiert. Gell? Also das ist wirklich, und wie gesagt, ich liebe die Schweiz, weil die Schweiz einfach ein tolles Land ist für Bildung, für Netzwerken. Also nur ein Beispiel. Ich habe ja sehr, sehr viel Coachings gemacht, richtige Coachings mit der UBS. Ja. Also die UBS ist eine, also ist die Bank, die ist die größte vermögensverwaltende Bank der Welt. Ja. Aber auch wie diese Bescheidenheit, gerade bei Top-Managern einer solchen Bank, wie die einfach greift. Ja. Wo du, und was halt auch wichtig ist, jetzt hier zu unserem Gespräch kamst du ja auch pünktlich. Ja. Natürlich. Und in der Schweiz ist Pünktlichkeit ein also wenn du nicht pünktlich bist, hast du schon verloren. Ja. Und egal, also es zählt nicht, also höchstens es zählt, dass der Zug nicht kam oder so, aber es zählt nicht, dass du sagst, ja, das Wetter war schlecht und so. Nee. Also da die Schweiz ist ein Werteland. Ja. Ja. Aber jetzt lass uns einfach mal sprechen mit sag mal, du bist jetzt kurz vor deinem 19. Lebensjahr. Was hast du denn für ein Ziel? Wie gehst du denn ins Leben raus? Ja, also ich lasse es irgendwie so ein bisschen auf mich zukommen, um ehrlich zu sein. Aber ich probiere trotzdem auf diesem Weg nach rechts und links zu gucken, so viel wie möglich irgendwie mitzunehmen. So viele Eindrücke wie möglich zu sammeln hier in München. Das ist jetzt das erste Mal irgendwie so 10 Wochen alleine für mich leben im Praktikum. Das ist natürlich auch irgendwie eine neue Erfahrung. Aber ich wollte das auch total, weil man dann halt wirklich irgendwie schon so das Leben lernt. Und ich wollte das so schnell wie möglich lernen auch, genauso schnell
wie ich halt lernen möchte, welche unterschiedlichen Branchen gibt es. Was finde ich zum Beispiel total gut? Ich merke, dass irgendwie so zum Beispiel Verantwortung und was erreichen, das macht total Spaß oder das macht mir total Spaß. Und da merke ich, dass es irgendwie, das ist super. Und dann mit anderen Leuten kommunizieren, netzwerken und andere Leute auch dann irgendwie kennenlernen und sich die Geschichte anhören. Ja, auf der anderen Seite bist du ja auch jemand, der die Arbeit liebt. Ja. Also es heißt ja oft mal, ja, die Jugend, die haben immer nur also Work-Balance, das stimmt ja alles nicht. Das stimmt ja alles nicht. Also natürlich gibt es solche, natürlich gibt es die Erbengesellschaft von den jungen Menschen, die sagen, oh, ich erbe ja mal irgendwas, aber das bist du nicht. Nein. Du bist so jemand, der sagt, ich möchte mir wirklich was erarbeiten im Leben. 100%. Also ich möchte alles selber erreichen irgendwie. Und das ist am Ende dann auch das, was mich glücklich macht. Ja. Ich würde ungern was geschenkt bekommen. Ich würde mich zum Beispiel freuen, unterstützt zu werden auf dem Weg dahin. Ja. Aber mich wird das niemals glücklich machen, wenn jetzt einer sagt, hier hast du 10 Millionen, setz dich zur Ruhe. Ja. Das niemals, also nie im Leben. Das wird mich niemals glücklich machen. Man möchte selber was erreichen, das ist auch das, was einen glücklich macht. Mhm. Und ob das am Ende ein kleiner Tageserfolg ist oder wirklich am Ende dann das Riesenziel, das macht einen langfristig glücklich. Oder mich zumindest, glaube ich. Also ich sag mal, wir haben vielleicht nicht ähnliche Lebensläufe, aber ich komme so mal aus einer spannenden Familie. Meine Mutter war Putzfrau und meinen Vater habe ich erst kennengelernt, als ich 8 Jahre war, kam der aus Stalingrad zurück, war dann alkoholkrank sein ganzes Leben. Und meine Großmutter, sie war die Motivatorin. Sie hat immer gesagt, du schaffst das. Meine Mutter hat gesagt, wir geben nicht auf, wir kämpfen. Ja? Und mein Vater hat gesagt, immer ein bisschen vorsichtig sein, lieber mal drüber schlafen und so. Aber wir sind jetzt in einer schnellen Welt, in einer Nanosekundenwelt. Also egal, in den Medien, also warum machen Radiosender alle Viertelstunden Nachrichten? Weil die Welt ist einfach heute medial im Griff. Ja. Also die Welt, aber in Wirklichkeit gibt es ja eine ganz andere Welt. Also zum Beispiel, du sitzt im Bus und neben dir sitzt vielleicht, ich sage jetzt mal, der Bundesrat so und so, weil die Bundesräte in der Schweiz, die haben kein Bodyguard, die fahren mit dem Bus oder mit der Straßenbahn und du sagst, darf ich mir vorstellen? Und dann plötzlich, ja, ich bin der Bundesrat, gib mir eine Karte. Ja? Ich erzähle dir mal eine Geschichte. Einer der großen Vorbilder von mir war ein Amerikaner und der war jüdisch und türkisch. Und er ist in Istanbul aufgewachsen und hat also mal so ein Lokal, und sein Vater, der hatte quasi so diese Wechselstuben, also wo man Geld wechseln kann gegen Dollar oder was auch immer. Und die hat er alle illegal gehabt, alle illegal. So. Und dann dieser junge Mann, also dieser dann Multimilliardär, ich sage jetzt bewusst keinen Namen, aber der war also Teilhaber von Boeing dann zum Schluss, der war junger Mann und sein Vater hat immer gesagt, pass auf, schau dir die Menschen an. Also wir schauen uns jetzt an und dann hast du einen anderen Eindruck von mir, als wenn ich jetzt einfach in die Kamera schaue oder so. Sondern jetzt, und dann sagt er, okay, dann saß der im Flugzeug, also hinten, ganz weit, irgendwie auf einem lokalen Flug. Und dann kam einer rein und das ist jetzt echt toll, mit einer grünen Krawatte. Und dann sagt er, das hat ihn so fasziniert. Und dann sagt er, grün ist ja auch so eine Farbe, du bist ja heute auch grün. Also wir haben uns ja nicht abgesprochen, sondern du hast gesagt, Mensch, Erich, was soll ich denn anziehen? Zieh du an, was du gerne machst oder so, oder zieh eine Jeans an oder so. Also gut, dann ist der, also als der Flieger am Boden war, ist er vorgegangen und sagt, oh, diese schöne grüne Krawatte. Also er war damals vielleicht 14. Und dann sagt der, ach so, möchtest du die haben? Sagt er, ja. Sagt er, okay, dann schenk sie deinem Papa. Und dann hat er ihm eine Karte gegeben. Und es war der damalige türkische Finanzminister. Oh! Und dann hat der Sohn kam nach Hause, hat es dem Vater gesagt. Und er hat gesagt, du Papa, und er hat noch gesagt, dann sag bitte dein Vater, der kannte ihn nicht, er soll sich melden. Also kurzer Rede, langer Sinn, der hat sich gemeldet, hat dann einfach gebeichtet, dass er das illegal macht und dann hat er das hingekriegt, dass er, und zum Schluss war er praktisch türkeiweit, war er praktisch der offizielle Wechselstubenbesitzer für alles. Ja. Also manchmal ist einfach, wie soll ich sagen, Neugierde ist wichtig. Ja. Ja. Neugierde ist eine positive Eigenschaft, verbunden mit dem Gehirn, einfach weil, was macht mich denn neugierig?
Ja. Also mache ich den neugierig. Ja. Ja. Und eben, wie gesagt, auch mit dem Kopf, mit dem Herz und auch mit dem Bauchdenken. Ja. 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 Also ich bin der Meinung, Neugierde ist immer das Wichtigste. Das ist ja das, was uns voranbringt, ja, als Menschheit. Ja. Wenn wir nicht neugierig wären, dann würden wir nichts Neues erfinden. Ja. Dann wird es nicht so vorangehen. Und das andere, was ich dann auch wichtig finde, ist Wettbewerb. Also wenn man sieht, ein Elon Musk, sei es mal dahingestellt, ob ein Tesla jetzt ein gutes Auto ist, ja, aber der macht allen anderen Autoherstellern so ein Feuer unterm Hintern, dass die richtig Gas geben müssen. Aber er ist total neugierig. Er sagt, ich will irgendwie was Neues erfinden. Ich möchte da die Revolution. Ja, und wenn mal eine Rakete platzt oder so in die Luft geht, im wahrsten Sinne des Wortes, das haut dir nicht um. Ja. Nein, nein. Wie gehst du denn um, wenn du mal so, mein Leben ist ja nun mal kein Wunschkonzern, wie gehst du denn um in deinem Leben, wenn du mal so einen Dämpfer kriegst? Also ja, also ganz einfach, wenn ich einen Fehler habe. Also Wunden lecken, nenne ich das mal, ja? Wenn ich einen Fehler mache oder bemerke, vielleicht auch im Nachhinein, dann muss man immer probieren, daraus zu lernen. Dann muss man probieren, das beim nächsten Mal besser zu machen. Also nicht immer die gleichen Fehler machen. Genau, also ich habe jetzt irgendwie mein Portemonnaie verloren, ja, und mein nächstes Portemonnaie ist dann mit AirTag, damit ich es wiederfinde, ja, zum Beispiel. Da denkst irgendwie du immer dran, ist ein Reminder, immer aufpassen. Ja? Genau, also man muss irgendwie probieren, man muss es vielleicht nicht unbedingt perfekt machen, das geht nicht immer, aber man muss es dann nach einem Fehler besser machen oder es zumindest probieren, es besser zu machen. Und ich glaube, dann ist ein Fehler auch kein Fehler, sondern was ganz Wertvolles, und wir brauchen ja auch diese Fehler. Wir wären ja irgendwo im Unendlichen, wenn es keine Fehler, ja, geben würde. Also wie empfindest du denn jetzt, wir sprechen ja, du bist jetzt die junge Generation und ich bin ja schon praktisch die dritte Generation. Was empfindest du so in so einem Gespräch mit mir? Ja, ich empfinde bei dir irgendwie schon Jugend. Ne? Man sagt ja, man kann ja im Kopf immer noch jugendlich sein. Und ich finde, das ist eine ganz wichtige Sache. Also so jugendlich bleiben, offen für Neues. Das ist, also ich finde total, Offenheit für Neues spricht total für Jugend. Also bei dem Herrn Nedelko, wo ich im Praktikum bin. Der ist ja genauso. Er ist 83, aber da kommen teilweise Sachen, die ich jetzt auch noch nicht kannte. Da bin ich dann neugierig und das ist für mich Jugend. Das finde ich ganz toll, wenn man dann so trotzdem auf einer Wellenlänge ist und vor allem, wenn man voneinander lernt. Also Herr Nedelko sagt immer, wir machen Mentoring, er mentert mich und da fühle ich mich sehr gut, wenn er dann immer sagt, wir machen auch Reverse Mentoring. Also ja, dass du ihm er auch lernt was von mir. Ja, genau. Ja, natürlich. Weil ich meine, im Endeffekt, ich habe ganz anders gelernt in der Schule. Bei mir war jetzt die Einführung von iPads und während Corona habe ich meine ersten Klausuren mal auf dem iPad geschrieben. Das ist schon was ganz anderes, als am Schultisch zu sitzen und mit einem normalen Stift, naja, zu schreiben. Also naja, da sind wirklich andere Sachen bei mir in meinen jungen Jahren passiert als bei ihm. Nun ist es ja auch so, sagen wir mal, die ältere Generation hat natürlich Erfahrung. Ja, ja. Die können natürlich umgehen mit Krise. Also mich haut die Krise nicht um. Ich habe das erlebt. Ich habe als junger Mensch, wir hatten nichts zu essen. Wir hatten von Maggiwürfen gelebt. Jetzt gibt es ja schon auch, sagen wir haben gehabt die Pandemie, die Klimakrise, Ukraine-Krieg, Digitalisierung, soziale Isolation und. Also wir haben so viele Themen, die die ältere Generation sagt, also das haut uns jetzt nicht so um. Ja. Natürlich gibt es Abstiegsängste. Natürlich zum Beispiel in einer Stadt wie München ist die Armutsgrenze bei 1.540 Netto-Euro. Ja? Ja. Das ist schon eine Ansage. Ja? Ja. So. Aber dennoch, was können wir denn unsere Generation von der Jugend lernen? Ja, also ich bin der Meinung, wir sollten irgendwie offener für Neues sein. Wenn man sich den Growth Forecast für die Wirtschaft anschaut, weltweit, dann stellt sich Deutschland zumindest im Moment relativ weit hinten an. Und ich bin der Meinung, da müssen wir wieder jugendlich sein. Wir müssen neugierig sein und wir müssen dann auch von anderen lernen. Ja. Wenn man sich, du bist auch eng mit dem Silicon Valley verbunden. Ja, und wie? Wenn man sich das Silicon Valley anguckt, ja, die sind da viel offener und die, ja, haben auch dieses Mindset, ich lerne aus dem Fehler und mache was Besseres, ja, draus. Und, ja, hier ist es, ich denke erst ein Jahr drüber nach und mache dann keinen Fehler, aber so, ja, kommen wir halt nicht voran. Ja. Und ich bin der Meinung, da muss total was passieren. Und ich saß letztens im Marx hier um die Ecke mit Herrn Nedelko. Und wir haben uns... Das ist ein Restaurant. Genau, das ist so ein kleines Bistro. Genau. Und wir haben uns mit einem Herrn unterhalten, der Autor ist und sich intensiv mit dem Thema Israel auseinandergesetzt hat. Und der hat gesagt, 80% der Jugendlichen in Deutschland wollen Sicherheit. Ja. Und 80% der Jugendlichen in Israel wollen Unternehmer werden. Ja. Und das ist das, was wir eigentlich so ein, ja, bisschen wieder brauchen, ja, um,
um so ein bisschen voranzukommen. Ja. Und ich bin der Meinung, wir müssen da offener sein für andere Kulturen und nicht kopieren, aber lernen. Und vor allem diese negativen, es geht nicht und nein. Und man muss einfach auch manchmal etwas durchkämpfen. Also ja. So. Und jetzt, was ich jetzt einfach die mir fragen möchte, kürzlich, 1. August bis 6. August war der Weltjugendtag in Lissabon. Mhm. Ja? Papst Franziskus war dort. Ja. 313.000 Jugendliche. Aus 151 Ländern waren wir dort. Ja. Was ist denn das für eine tolle Ansage? Was passiert denn da? Ist ja unglaublich. Wahnsinn. Also und man kann sagen, der Sponsor ist die Kirche. Ja. Ja. Und auf der anderen Seite, die Kirche, immer mehr treten aus und immer mehr Junge wollen einfach auch wirklich Gott auch spüren. Ja? Sonst würden die da nicht hinfahren. Ja. Also ein ganz lieber Freund, Pietro, war auch da. Ich muss die nächsten Tage. Wo kam der her? Der war mit mir in der Stufe und ist ein ganz, also in der Schule, mhm. ist ein ganz lieber Freund von mir mhm. und fängt jetzt hier in München an zu studieren und zieht auch hier hin. Da spreche ich mit ihm die nächsten Tage auf jeden Fall nochmal drüber. Aber ich bin der Meinung, also Glauben bringt ganz tolle Werte mit. Wir hatten jetzt gerade eben schon über Werte in der Schweiz gesprochen, aber ich bin der Meinung, Glauben bringt ganz tolle Werte mit. Familie? Familie, liebe deinen Nächsten und so weiter und so fort. Das zeigt wirklich gute Werte auf. Ja. Und Kirche hat wirklich auch sehr positive Seiten. Also ich habe viel natürlich in der Schule erlebt. Man liest oft Negatives von der Kirche in den Medien. Das kann man nicht ganz abstreiten, denke ich mal. Aber es bringt so viel positive Initiativen, bringt die Kirche mit. Und ich habe selber miterlebt, in Paderborn war ich in einem Altersheim und da haben wir ein Projekt von der Schule aus gemacht. Und in diesem Altersheim waren Nonnen. Und wenn man sich mit denen unterhalten hat, dann hat man wirklich diese Freude gespürt. Und die hatten total Freude daran, auch Jugendlichen irgendwie was beizubringen. Die waren ganz offen dafür. Und ich finde, das ist was ganz Tolles. Und das kommt ja am Ende auch durch Kirche und Glauben. Oder in Paderborn gibt es zum Beispiel auch eine Einrichtung, da kann man sich Essen abholen, wenn man es sich nicht leisten kann. Und nicht nur, wenn man so einen bedürftigen Schein hat, sondern einfach auch, wenn man ehrlich dahin geht und mit einer niedrigen Rente sagt, ich habe jetzt kein Geld mehr für Essen. Das finde ich ganz toll. Ja, also einfach oder auch, wenn ein Motorradfahrer einfach auf der Straße liegt, weil er eben einfach schwer verletzt ist und dann eben einfach dann kommt ein Geistlicher und legt einfach nochmal den Mantel drüber und segnet es vielleicht. Das sind alles so Dinge und was wäre Kirche? Oder was wäre Weihnachten ohne Kirche? Oder was wäre eine Hochzeit ohne Kirche? Was ist ein Leben, wenn man nicht getauft ist? Ja? Und das sind alles so Dinge. Aber jetzt mal zurück. Wir Deutschen haben ja immer so noch die zweite Fremdsprache ist einfach, geht nicht. Es geht nicht. Oder einfach, es ist immer so viel Negatives drin. Und ich glaube, es braucht jetzt wirklich wieder, ich sag's mal, Arbeit. Wir können nicht über 4-Tage-Woche nachdenken. Wir müssen eher 6 Tage arbeiten oder 7. Oder als ich ein junger Mann war, ich war in meinem Büro, ich war am Wochenende keinen Urlaub genommen, alles. Ja. Und diese Couch-Potatoes, die nur auf der Couch, die sagen, oh, und ich schaue Fernsehen oder bisschen iPad, anstelle, dass man Kontakte macht, dass man Netzwerke macht, dass man motiviert ist. Und ich meine, du kannst aus deinem Leben alles machen. Du kannst vielleicht sogar mal Bundeskanzler werden. Also du hast so viel in dir schon. Ja. Und lass es dir nicht versauen von Leuten, die einfach so immer nur, oh, es geht nicht, geh da weg, geh da hin, wo Menschen sind, so wie John Nedelko oder vielleicht auch wie ich, die einfach sagen, hey, du hast so viel, du bist jetzt praktisch, das Leben ist ein Marathon, ist schon klar, aber du stehst jetzt schon, du läufst schon, du bist schon bei Kilometer 10 oder so. Ja? Geht nicht, gibt's nicht, nee, sage ich immer. Ja. Und ich glaube, das ist ein Satz, der muss richtig eingepflanzt werden in die deutschen Gehirne so ein bisschen. Bei einigen ist das mit Sicherheit total drin, aber bei einigen halt vielleicht auch gar nicht. Und das ist ja auch dein Thema. Es ist eine riesen Motivationssache. Und irgendwie, wir ruhen uns so ein bisschen auf unserem Wohlstand auf. Und wir sind so ein bisschen satt. Ja, die Motivation fehlt. Ja. Die Motivation fehlt. Wir sagen, wir haben es doch erreicht und uns kann das keiner nehmen. Aber es ist nicht so. Aber jetzt frage ich dich mal was, Mike. Also wir sind auch wahnsinnig drauf, also Klima. Ich verstehe das. Mhm. Aber wenn man jetzt mal hergeht, China, Russland, Indien, und wer noch? Also noch ein, das fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber auf alle Fälle die Großen,
die Welt verschmutzen, liegen bei über 60%. Ja. Und bei uns ist alles nur noch Klima, 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 Klima. Ja. Alles nur, wie schaut es denn da aus mit Wirtschaft? Ja. Du hast es zuerst richtig gesagt, wir sind im negativen Wirtschaftswachstum. Ja. Das heißt, wir steigen ab. Ja. So. Und das ist gefährlich. Also wir müssen auch wieder, und da ist die Jugend auch richtig, dass die Jugend sagt, natürlich, aber dass sich einfach Jugendliche von der Mami mit dem Porsche Cayenne ja, zum Allerwertesten kleben, fahren lassen, ja, 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 das geht gar nicht. Weil das ist ein gewisser, eine gewisse Vorstufe von Terrorismus. Ja? Also dass sie sich irgendwo im Elbtunnel mal so, was macht man da, Notärzte und so, also die Leute werden sauer, die Leute werden aggressiv, das geht ja gar nicht. Wie stehst du denn zu diesen Klimaklebern? Also ich finde, Klimakleber, das ist der falsche Weg, meiner Meinung nach. Klima ist ein absolut wichtiges Thema. Absolut. Ich finde es toll, dass wir in Deutschland Vorreiter für sowas sind. Ich habe letztens noch einen Artikel gelesen, der zeigt genau das Problem in Deutschland auf. Wir waren Riesenvorreiter in der Photovoltaikbranche durch Subventionen vom Staat. Fand ich total super. Bis dahin habe ich gelesen und dachte mir, ja, das ist toll, das ist das, was wir brauchen. Und dann kam, die Subventionen vom Staat wurden eingestellt. Ja. Wir sind nicht mehr Vorreiter, was Photovoltaik angeht. Wir haben eine Branche mal wieder abgegeben. Ja. Und eine Branche, die so auf dem Vormarsch ist. Und das gibt es bei so vielen Sachen. Und ich bin im Endeffekt der Meinung, wir müssen unbedingt einen Mittelweg finden und einen guten Mittelweg zwischen Klimaschützen und zwischen wirtschaftlich Progress machen. Also wir müssen wir brauchen diesen Anschluss. Und wenn wir diesen Anschluss bekommen und dann natürlich auch ein gewisses Kapital haben, dann wird es auch wieder einfacher, das Klima zu schützen, meiner Meinung nach. Und wir müssen einen Mittelweg gehen, aber ein Klimakleber, der nervt jeden irgendwie. Ja. Und wenn mich jemand nervt, dann ist das für mich keine gute Debatte. Nach einer guten Debatte kann ich sagen, okay, ich schließe mich dir an oder ich schließe mich dir nicht an. Ja. Aber dann möchte ich auch, dass meine Meinung akzeptiert wird. Aber bei einem Klimakleber ist das, akzeptiere meine Meinung. Ja. Und das, finde ich, ist vollkommen der falsche Weg. Also das nervt mich. Aber wie stehst du denn dazu? Ja, genauso. Also ich meine, ich finde das schon gut, aber ich meine auch diese, dass manche das Abitur machen, ja, und sagen, jetzt mache ich mal ein Jahr Sabbatical und gehe mal um die ganze Welt rum, finde ich auch nicht so in Ordnung, ja. Und ich finde auch nicht in Ordnung, dass jetzt jeder unbedingt studieren muss. Wir brauchen Handwerker. Ja. Ein guter Handwerker, der kann heute mega Karriere machen, ja. Ja, total. Also ein guter Handwerker verdient im Endeffekt wahrscheinlich mehr manchmal als ein Studierter. Ja, also ich kann es aus der Schweiz vielleicht mal ein Beispiel liefern. Mhm. Unser Nachbar war damals, ich müsste jetzt vielleicht ein bisschen lügen, aber er war Maurer, angestellt und hat sich einen neuen BMW M6 gekauft. Ich weiß nicht, was der kostet. Ja. Wahrscheinlich Relation zu heute, also über 100.000 Euro auf jeden Fall. Ja. Und das zeigt, gekauft, nicht geleased, kein gar nichts. Also das zeigt ja, man kann total Karriere machen dadurch. Ja. Und ich bin absolut deiner Meinung. Ich möchte auch gerne noch mal viel von der Welt sehen. Aber ich sage, ich will erst den Bildungsweg abschließen. Ich möchte jetzt zumindest erstmal einen Bachelor machen. Vielleicht mache ich dazwischen ein Jahr, wo ich sage, ich mache mal ein Praktikum in Singapur. Da hätte ich total Lust drauf, das mal zu sehen. Weil ich da kann ich dir helfen. Das ist wunderbar. Da kann ich dir helfen, weil, wie gesagt, ich kenne, wie gesagt, die UBS sehr, sehr gut. Und wenn du ein Praktikum einfach mit dir kann man sich ja nicht blamieren. Das ist ja schon mal schön. Ja? Ist auch wichtig, wenn man eben Türen aufmacht, dass man sagt, also Mike, ich mache vielleicht die Türe auf, aber bitte blamier mich nicht. Ja, ja. Oder blamier uns beide nicht. 100%. Das ist wichtig. Ja? So, aber die UBS ist in Singapur. Ja, ja. So, und du kannst ja ein Praktikum machen. Und also drum ist es schon wichtig, dass man eben schon auch irgendwie so ein bisschen auch mal einen Traum hat. Ja, ja. Und der Traum ist ja schon da. Also, dass du sagst, Singapur? Und Singapur ist eine tolle Stadt. Ja. So, und jetzt noch mal kurz. Wir sind ja heute in Deutschland mega im Wettbewerb gegen USA, gegen China, gegen Japan. Japan ist wieder aufgewacht. Ja? Und wir müssen einfach wieder, und Deutschland ist stark, Deutschland ist Ingenieurtum. Ja? Ja, wir haben alles, Automobilindustrie. Ja. Ich meine, die ganze E-Autos, sehr schön, aber es gibt schon tolle Hersteller auch in Deutschland oder vielleicht auch hier in München, die sagen, also E-Auto ist nicht alles. Ja, ja. Was passiert denn, wenn die Energie teurer ist, also das Benzin und ich meine, die Erdölstaaten, die sind nicht dumm, die sagen, jetzt machen wir mal richtig, vielleicht kostet ein Liter Sprit da nur noch 1,20 Euro oder so. Und dann bist du mit deinem, oder Schnellladen kostet, boah, das ist ja mega teuer. Ja, ja. Ja. Also da gibt es so viele Chancen auch für Deutschland, gerade im Bereich der Technologie. Ja,
Also ich bin ein Riesenfan von diesen E-Fuels. Mhm. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen... Aber was ist das E-Fuel? E-Fuels bedeutet, es wird sozusagen durch einen bestimmten... Ich kann den Prozess nicht 100% erklären, aber es wird CO2 aus der Luft genommen und sozusagen zu Kraftstoff wieder gebunden. Damit kann man alle möglichen Kraftstoffe herstellen. Und das CO2, was man sozusagen bindet, wird im Endeffekt bei der Verbrennung im Verbrennungsmotor wieder ausgestoßen. Das bedeutet, man ist klimaneutral. Ja. Und dadurch erreicht man zusätzlich einen enorm reinen Kraftstoff. Also man kennt ja Benzin nicht als transparent, sondern, aber das ist dann tatsächlich transparent. Mhm. Das schont die Motoren. Also unsere Motoren würden länger laufen. Wir können nicht, ich weiß nicht, wie viele Autos wir haben, mit Sicherheit 5 Milliarden oder so. Die können wir ja nicht wegwerfen. Und ich bin der Meinung, irgendwann wird es sich zu einem Mittelweg entwickeln. Und diese E-Fuels sind ein ganz wichtiger Bestandteil dafür. Und Siemens zum Beispiel, soweit ich informiert bin, ist da sehr, sehr weit und ist da total dran an diesen E-Fuels. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch wieder so ein Wirtschaftszweig, wie ich gerade eben meinte, der muss total gefördert werden. Und dann müssen wir da uns einen weiteren Wirtschaftszweig aufbauen und sagen, da werden wir Vorreiter. Wo natürlich Deutschland auch super ist, ist im Bereich der Gesundheit. Ja. Also es gibt 1000 Krankheiten, nur eine Gesundheit. Alleine München ist die heimliche Hauptstadt der Gesundheit. Also hier kannst du aus Hunderten von Orthopäden wählen. Wir haben Urologen, wir haben Kardiologen, wir haben Chirurgen. Also das ist schon auch wichtig. Ja? Aber Gesundheit ist natürlich auch eine große Geschichte, die einfach den Standort in Deutschland auch stark macht. Ja? Also es kommen sehr viele Patienten aus anderen Ländern, weil eben hier der Professor XYZ einfach der Beste ist. Ja? So, jetzt noch mal ganz kurz, KI oder K.O.? Ich finde, KI bietet unfassbare Möglichkeiten. Man sollte KI auf jeden Fall nutzen. Nur KI birgt für mich eine Riesengefahr. Und das ist die Gefahr, dass wir irgendwann nicht mehr neugierig sind, nicht mehr so viel lernen. Nicht mehr selber denken. Dass wir sagen, wir ersetzen die Schulaufgabe durch KI. Ja. Weil dann, wir brauchen das Basiswissen, was wir jetzt lernen, brauchen wir total. Das dürfen wir auf keinen Fall durch KI ersetzen. Und wir müssen immer noch neugierig bleiben. Wir dürfen KI nur oder sollten KI hauptsächlich für sowas benutzen, was Neues festzustellen. Hm. Und ich denke mal, dass KI die Riesenrevolution ist. Hm. Als letztes nach dem Internet kommt jetzt KI. Das wird in 10 Jahren meiner Meinung nach ein Riesenthema sein. Überall wird KI sein. Aber ich habe noch eine Frage. Wir hatten gerade über Medizin gesprochen. Hm. Wie stehst du zu dem Thema, dass man, um Arzt in Deutschland werden zu wollen, unfassbar gute schulische Leistungen bringen muss? Wir holen ja Ärzte aus dem Ausland. Ja, ja. Und haben gar nicht genug Ärzte in Deutschland, die meisten Ärzte in der Schweiz sind Deutsche. Ja, ganz viele. Aber es gibt ein Programm, und zwar hier von Bayern, wirklich forciert, und zwar mit der Uni Würzburg. Okay. Dort gibt es einen Professor, der heißt Brachmann. Okay. Und der hat es durchgebracht, dass man, und zwar mit dem Thema, es gibt keine Ärzte am Land. Ja. Deshalb muss einfach der Numerus Clausus weg. Ja. Also dort können auch Ärzte, also Studenten sagen, ich kann Medizin studieren, eben in Würzburg, ja, mit einer schlechten Note, aber es sind anschließend mega Ärzte. Total. Weil Note ist das eine, aber dann für Menschen da sein, einfach wie du jemand einfach sagst, die Diagnose ist jetzt zum Beispiel Krebs oder so, wie sage ich denn das? Ja. Also das sind so tolle, das gibt es in Bayern, das ja. gibt schon. Ah, okay, das, gibt's ja, schon. Das wusste ich nicht. Genau. Jetzt nochmal zurück zur Schweiz. Nimmst du da dein Saxophon mit? Ja, ich denke mal, ich werde es schon mitnehmen. Ich werde die Big Band auf jeden Fall ausprobieren an der HSG. Mhm. Vielleicht kannst du da eine Band zusammenstellen. Ja, ich habe ja jetzt ein paar Jahre in der Big Band in Paderborn gespielt. Wie viele Musiker seid ihr da? Ich müsste jetzt schätzen, 30. Also wir waren mal größer. Man merkt den Rückgang. Mhm. Ich denke mal, das wird auch durch Social Media beeinflusst sein, dass die Kinder, die sitzen dann zu Hause vorm iPad und spielen irgendwie ein Autorennspiel oder was auch immer. Ja. Und die lernen dann nicht mehr das Musikinstrument, was ich schade finde, ehrlich gesagt. Also ich bin auch nicht der begnadetste Saxophonspieler. Das darf man auf keinen Fall sagen. Ja. Aber mir macht das schon Spaß, so in einer Gruppe zu spielen.
Und es ist was total Tolles, wenn man in so einer Big Band spielt, das ist ein Gemeinschaftsgefühl. Man freut sich, wenn sich andere Leute freuen, wenn wir dann von der Schule mal einen Auftritt hatten, das war gegebenenfalls öffentlich, dann sind ganz viele Leute, meine Schule ist direkt in der Fußgängerzone, direkt neben dem Rathausplatz und dann sind ganz viele Leute auch zur Schule gekommen und haben sich das angehört und waren total fasziniert. Und das, finde ich, ist halt ein ganz tolles Gefühl, wenn man als Gruppe was zustande bringt und andere Leute finden das toll. So ist ja auch bei einer Firma, wenn man einen Erfolg zusammen hat, dann das ist der Wahnsinn. Und dann steht man dahinter. Viele haben nur eine Mannschaft, aber kein Team. Ja. Und das ist der Unterschied. Ja. Nochmal zurück zur Schweiz. Also die Schweiz hat also hohe Lebensqualität, hat einen stabilen Arbeitsmarkt, hat attraktive Arbeitsbedingungen. Ja. Hat also Branchen wie Finanzen, Pharma, Technologie, Gastronomie, Tourismus. Ja. Also da ist alles da. Ja. Und ich denke, wenn du eben einfach mal so jemanden brauchst, der dir den einen oder anderen Tipp für die Schweiz geben kann oder Netzwerke, du hast meine Handynummer. Ja. Ich werde auf jeden Fall auf dich zurückkommen. Dann freue ich mich und dann bin ich vielleicht also auch irgendwie dein Münchner Mentor. Du hast ja schon einen guten, aber manchmal kann man auch einen anderen noch gebrauchen. Jetzt sind wir am Ende unseres tollen Gespräches. Was würdest du denn tun, wenn jetzt dir gegenüber Heinz Nixdorf sitzen würde? Also, der Paderborner war, der in meiner Zeit eine Revolution gemacht hat in der Hightech-Branche. Ja. Also ich würde ihm erstmal sagen, vielen Dank für den Ahorn Sportpark. Das ist bei uns die riesen Sportanlage, die er geschaffen hat. Ja. Eigenen Flugplatz? Eigenen Flugplatz auch. Ah, also er hat unheimlich viel in Paderborn geschaffen. Und ich würde mich einfach unheimlich gerne mit ihm unterhalten, weil in der Firma, wo ich jetzt bis vor kurzem angestellt war, da war mein Nachfolger war auch bei Nixdorf und der hat direkt unheimlich toll von ihm berichtet. Der hat gesagt, Herr Nixdorf kam morgens rein und hat gesagt, oh, hier ist schlechte Luft, ich muss lüften, ich muss die Fenster damit aufmachen. Damit hat er alle gehabt. Genau, und das ist in gewisser Weise so ein familiäres Flair. Und das ist unheimlich schwer, glaube ich, als Führungsperson hinzubekommen. Deswegen ist er ein Riesenvorbild und da kann man nur lernen. Vielen Dank für den schönen Dialog. Ja, liebe Zuschauer, das war Mike Rauschen. Vielleicht ist er irgendwie doch so ein kleiner Nixdorf. Wir sehen uns wieder beim nächsten Legend Talk. Bis dahin noch eine schöne Zeit.